Ja, Hallihallöchen, ich bin euer Lieblingsnoob Konrad und wir spielen heute mal wieder Minecraft. Ja, warum ich das so ein bisschen wehmütig sage? Wie ihr seht, ich stehe hier, nichts im Gepäck. Mein letzter Todespunkt wird mir an der Map nicht angezeigt und wer sich erinnern kann, wir sind ganz blöd verreckt an einer ganz blöden Stelle. Und ich bin auch gespawnt an meinem ursprünglichen Start-Spawn-Punkt. Bin jetzt mittlerweile wieder hierher gelaufen. Ich habe nämlich schon die Aufnahme gemacht, jetzt eigentlich von 10 Minuten. Habe dann aber gemerkt, dass die Grafik einstellt, dass irgendwas war da mit dem Texture-Pack nicht in Ordnung. Das habe ich jetzt aber in Ordnung gebracht. Auf jeden Fall, Fakt ist, wir haben unser ganzes Gepäck verloren. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, weil es auf der Map nicht angezeigt wird. Sprich, es ist alles weg. Es ist einfach alles weg. Das schöne Dia-Zeug von mir, das ganze Zeug, was wir so unterwegs gesammelt hatten. Es ist einfach alles weg. Das heißt, wir fangen fast bei Null an. Wir fangen fast bei Null an. Aber hat ja vielleicht auch was, ne? Wir gucken jetzt einfach mal. Rückstoß beim Schwert. Kann gut sein, muss nicht gut sein. Bei Skeletten vielleicht nicht unbedingt. Muss man nicht drauf machen. Ja, Fakt ist, wir müssen einfach von vorne anfangen. Wir müssen von vorne anfangen. Das heißt, ich mache erstmal ein paar Stickies. Brauchen wir ja auf jeden Fall. Ich mache uns eine Eisenausrüstung. Ein bisschen mit einem Brustpanzer. Mit Stiefeln. Mit einer Hose. Und mit einem Ut. Und mit einem Ut. So, dann haben wir das Eisenzeug. Verzaubern müssen wir nichts. Wir haben eh keine Level. Aber wir haben schon mal hier was. Dann brauche ich ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Naja, das Zeug machen wir vielleicht echt mit dir. Das wichtige Zeug, ne? Das wichtige Zeug machen wir vielleicht echt mit dir. Ich habe nicht mehr so viele Diamanten hier, Alter. So, auf jeden Fall. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist eine Dia-Spitzhacke. Die man nach Möglichkeit wieder gut verzaubern irgendwie. Was auch wichtig ist, ist ein Dia-Schwert. Und mehr müssen wir mit den Dias vielleicht erstmal gar nicht machen. Die haben wir dann lieber safe. Da will ich nichts riskieren. Ja gut, verzaubern brauche ich jetzt eh noch nichts. Bringt ja eh noch nichts. Bisschen Brot backen, damit wir was zum Essen haben. Ach, Amboss, da will ich doch gar nicht hin. Ich will da hin. So. Bisschen Brot backen, ein bisschen was zu essen. So, dann wollte ich noch machen einen Bogen. Den Bogen kann man nämlich immer brauchen. Da habe ich in der Vergangenheit, glaube ich, auch viel zu selten mitgearbeitet mit einem Bogen. Und Pfeile wollte ich machen. Da habe ich jetzt allerdings nicht so viel Stuff gerade da. Ich könnte allerdings gucken, ob ich was im Lager habe. In meiner Kramskrimskiste da. Boah, Feuersteine jede Menge, das ist gut. Wenn wir gerade am Bogen machen sind, ist das natürlich gut. Ist schon wieder Nacht oder was? So dunkel, ne? So, dann gucken wir mal, was wir hier vielleicht noch Brauchbares haben. Ja, wir könnten auch mal wieder uns um die Landwirtschaft ein bisschen kümmern. Bei Gelegenheit. Um unsere Nahrungsvorräte auch mal wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Da sieht es nämlich auch nicht mal allzu rosig aus. Da habe ich nur noch das Brot hier eigentlich, ne? Alter, das ist echt, ich weiß auch nicht. 230, 40, keine Ahnung, schieß mich tot Folgen. Minecraft und ich habe nix. Ich habe einfach nix. Weil ich immer wieder nur auf die Fresse kriege. Ah, die nehmen wir auch noch mit. Da machen wir schön Pfeilchen. So, Leder brauchen wir, glaube ich, nicht. Die Federn können wir noch mitnehmen. Zum Pfeilchen machen. Kohle brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Da war wahrscheinlich auch nichts Brauchbares mehr drin. Ne? Ein bisschen Eisencrab. Aber sonst auch nichts mehr. Hier in der Werkzeugkiste auch nicht mehr wirklich irgendwas Brauchbares. Eieiei, gut, wenn wir ein bisschen Landwirtschaft machen wollen. Vielleicht können wir die hier... Haken vielleicht mitnehmen, wobei die brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt, weil wir ja nichts Neues anpflanzen. Wir haben ja eigentlich schon unsere Äcker bestellt draußen. Lehm, Sprengpulver, nee, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir alles nicht. Dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir uns die Basics wieder irgendwie zuführen. Die Basics, ich esse jetzt einfach verrottetes Fleisch. Ist mir auch egal. Ist das aus dem Gepäck und wir haben was. So, ich habe ein Schwert hier unten, das ist wichtig. Ich habe noch so einen rottigen Bogen. So, ich wollte Pfeile machen, ne? Pfeile. Pfeile gingen die so.
Nein, dann gingen die so. Nein? Hä? Die gingen Pfeile. Die gingen doch so, oder nicht? Oder muss das... Ah, okay. Ich wusste nicht, dass das eine Rolle spielt, die Reihenfolge. So viele Pfeile. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen kloppen. Dann kann das alles wieder zurück in die Kisten. Die Spitzhacke. Ich brauche auf jeden Fall noch Eisenspitzhacken. Ein paar Eisenspitzhacken, mit denen ich dann arbeiten kann. Weil ich will jetzt demnächst auch wieder in die Erde. Ja, dann nehmen wir die Eisenspitzhacken mit. Dann brauche ich sonst noch irgendwas dringend. Ich glaube nicht. Das heißt, wir können eigentlich den Stuff wieder versorgen. Beziehungsweise ich habe da hier meine Kingskrams-Kiste. Ich habe gedacht, das kann ich dann immer offscreen sortieren. Dann kann ich hier immer reinschmeißen, was ich gerade so habe. Und sortiere das dann offscreen bei Gelegenheit. Fackeln müssen wir vielleicht ein paar machen. Stimmt. Da holen wir vielleicht ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. Da war keine Kohle. Kohle. Nee, wo waren die Kohle jetzt? Mann, da haben wir schon alles neu sortiert und dann findet man erst nichts. So, dann muss ich aber ein paar Stickies auch wieder rausholen. So, dann machen wir uns noch ein paar Fackeln, weil die brauchen wir ja eigentlich auch immer. Und dann haben wir, glaube ich, die Basics mal wieder, naja, so viel Fackeln. Aber Fackeln kann man immer brauchen. Vielleicht nicht unbedingt alle hier unten in der Leiste drin, aber... So, hier ist das Kampfzeug, das Spitzhackenzeug. So, die Fackeln machen wir da unten rein. Ach, das Gold hätte ich ja eigentlich auch. Das brauche ich jetzt ja auch nicht so direkt. Was sind das für Geräusche? Das gefällt mir schon wieder nicht. Diese unheimlichen Geräusche. Ah, wenn Nacht ist, legen wir uns kurz hin. So, wir schlafen schnell. Da haben wir hier auch wieder unseren Spawnpunkt. Ist nämlich auch wichtig. Ist ja auch nicht unwichtig. So, und dann gehen wir mal nach Terrausin und machen mal ein bisschen... Alter, was ist das? Alter, das ist unheimlich. Das ist so groß. Ich will mir das erstmal aus der Ferne angucken. Okay, so bin ich wenigstens gut versteckt. So sieht es mich nicht. Ist jetzt die Frage, ob das gut oder böse ist, ne? Hä, wo ist es denn jetzt? Jetzt ist es weg, oder was? Ist ja auch aufregend. So, ich wollte Landwirtschaft machen, aber hier sind so viele Viecher. Was war das? Jetzt ist es nämlich weg. So, können wir den vielleicht... Oh, ich bin echt nicht der prädestinierte Bogenschütze in Minecraft. Weil ich das einfach auch viel zu selten mache. Aber den kriegen wir, glaube ich, auch mit dem Schwert down. Diesen Kappa-Dingen da. Ach, ich habe die Mod gar nicht mehr installiert, die mir anzeigt, wie viel Leben der hat. Okay, das muss ich vielleicht mir beim nächsten Mal wiederholen. Das war ganz hilfreich. Okay, so, ihr Kühe, ihr habt Hunger. Boah, wir haben auch fast kein Weizen mehr. Echt jetzt? So, ich züchte euch Kühe mal. Weil Kühe braucht man eigentlich immer mal. Muss ich dann echt auch wieder Weizen ernten, damit wir hier mal wieder in den grünen Bereich kommen. Oder was? Das ist echt, ich weiß auch nicht. In den ganzen Baufolgen habe ich, glaube ich, vor lauter Bauen. Gut, da findet man ja auch dann nichts zu essen und so, ne? Das ist halt auch, ja. Aber noch ein paar Kühe. So, hat jetzt jeder hier von euch, ja? Alle satt? Alle satt? Ich glaube, ja. Kommen wir hier wieder raus. Legen das hier wieder rein. So, bei den Hühnern, da habe ich auch nicht mal so viel. Gut, da habe ich innen drin noch unglaublich viel Weizendinger. Die ganzen Eier sammeln wir mal hier ein. Und die Tiere, die hier so frei rumlaufen, wo sie nicht hingehören, die können wir ja auch opfern. So, Hühnchen, kommen Fütterung. Jetzt lägt es aber ganz schön, du. Warum? So viele Hühner oder was? Das Hühner-Lag-Problem kenne ich von manchen Servern. Da war mal was. Kleiner Insider. So.
Oh, dieses Geklacker von den Krähenfüßen hier. So, alle füttern. Vermehrt euch schön, damit ich schön Hühnchenfleisch immer habe. Komm, die drei, die den einen Weizen kriegen wir jetzt noch los. Super. So, und raus. Da haben wir Hühnchen erledigt. Wie gesagt, was hier so frei rumläuft, was da nicht hingehört, das wird einfach vernichtet. Weil, wenn ihr hier schon meint, abhauen zu müssen. Alter, ich komme einfach mit diesem neuen. Ich fand das mit. Ich weiß nicht, ob ich zurückpatchen soll zu der 1.8, weil ich da einfach viel besser. Da ist so ein kleiner Kobold wieder im Wasser, ne? Weil ich da viel besser mit dem Kampfsystem klarkam als jetzt. Mit diesem blöden Schwung holen beim Schlagen und was weiß ich. Da komme ich echt überhaupt nicht klar mit. So, da läuft noch so eine Kuh rum, die da nichts verloren hat. Kann uns Fleisch und Leder geben. Boah, das merkt man aber schon, dass ich jetzt auf dem Schwert wirklich null Verzauberung habe. Das war bei dem anderen Schwert echt schon deliziöser irgendwie. Da musste ich nicht so oft drauf hauen. So, die Karötchen, die wachsen irgendwie auch nicht so richtig. Jetzt haben wir hier ein Kartoffelfeld. Da haben wir die Schweinchen. Die Schweinchen, da haben wir aber nichts zum Füttern drin. Da haben wir ja auch nur diese zwei Schweinchen und die Kuh, die da nichts verloren hat. So. Gehen wir wieder raus. Hier haben wir nicht mal einen automatischen Türöffner und Schließer, weil wir uns hier noch gar nicht genug befasst haben. Ach, ich könnte nochmal... Ich futter das Gammelfleisch jetzt einfach, wie ich es kriege, damit ich die andere Nahrung ein bisschen besser einteile. So, und dann kann ich nämlich mich hier an die Kartoffeln machen. Sind die schon fertig? Ich glaube schon, oder? Ja, die sind schon fertig. Also dann können wir unseren Kartoffelacker ein bisschen erweitern, weil wir wissen ja alle, gebratene Kartoffeln sind eine tolle Nahrungsgrundlage in Minecraft, ne? Das ist ja bekannt. Dann können wir unseren Kartoffelacker ein bisschen erweitern. Damit wir uns dann vielleicht mal von leckeren Kartoffelchen ernähren können. So, das war der Kartoffelacker da drüben. Die Karöttchen. Da können wir uns auch mal dran machen. Die dürften nämlich auch so weit sein. Dann können wir nämlich auch anfangen, Schweine zu züchten. Das geht nämlich, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, tatsächlich mit Karotten. Die sind noch nicht so weit. Auch merkwürdig. Und unser Karottenacker ist nämlich ja gleich eigentlich schon wieder... dann voll, glaube ich. Ich glaube, wir können den dann komplett bestücken, wenn wir hier durch sind. Wenn wir hier durch sind. Ich vergesse immer das D vernünftig auszusprechen, wenn ich sind sage. Falls euch das schon mal aufgefallen ist. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich dann meine Videos schneide und bearbeite. Dass ich manchmal in der Aussprache nicht so deutlich bin manchmal. Obwohl ich eigentlich immer nüchtern bin, wenn ich aufnehme. Eigentlich. Landwirtschaft ist. Es ist echt mit meinen momentanen Aufnahmebedingungen hier. Ich habe ja immer noch nicht mein wirkliches Aufnahmeplätzchen. Ich bin ja immer noch, sitz hier in so einem Professorium. Da sitze ich unglaublich nah am Bildschirm dran, weil ich das Mikrofon nur so auf den Tisch stellen kann. Und wenn man so nah am Bildschirm sitzt bei Minecraft, das ist echt, boah. Deswegen bewege ich mich manchmal vielleicht ein bisschen langsamer, bevor ich hier Epilepsie im fortgeschrittenen Stadium bekomme. Nur zur Erklärung. So, da können wir die Schweinchen, guck mal, die sind schon ganz heiß auf die aufs Karötchen. Ah, ja, ich sollte erst rausgehen und dann die Tür zumachen. So, habt ihr jetzt ein Babyschwein gemacht? Ja, da hinten steht's. Okay, ich war jetzt gerade so, hä? Okay, die Schweinchen, die Hühner haben wir gemacht. Für was war das? Gatter, das war mal für die Pferde, glaube ich, ne? Den Weizen wollte ich noch machen, weil da habe ich ja auch nichts mehr. Dann machen wir den Weizen auch noch gleich. Dann haben wir das Thema Landwirtschaft durch. Das Thema Landwirtschaft durch. Genau den wollte ich da nicht drin haben, sondern die hier. So. Dann können wir ein bisschen... Das ist echt... Also hier, das Ernten ist, wenn man so nah am Monitor sitzt, echt bäh. Das ist echt... Ich könnte einfach mal komplett abernten und dann einfach nachpflanzen. Ist ja eigentlich egal. Also wir haben es ja bewässert, da dürfte ja nichts flöten gehen eigentlich, wenn wir das ein bisschen radikaler machen. So, da rushen wir einfach mal durch und sammeln alles ein. Dann
pflanzen wir wieder alles neu. Das fliegt dann ein bisschen weit in der Gegend rum, merke ich gerade, ne? Wenn man so wild macht. Auch ein bisschen blöd, das Weizenfeld hier voll in den Schatten gesetzt eigentlich, ne? Ich weiß aber nicht, inwiefern das eine Rolle spielt für das Wachstum. Ob das jetzt von dem Shadern her im Schatten ist oder nicht. Oder ob das an einer offenen Fläche ist oder in einem Tal, wo nicht so viel Licht hinkommt. Das weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. Wir rushen hier einfach wieder einmal durch. Das ist fast jetzt wie bei Landwirtschaftssimulator, wenn ich da mein Feld immer geerntet habe. Und mit dem Traktor durchfahre. Habe ich ja nie ein Video gemacht, ne? Habe ich aber früher oft und lange gespielt, das Landwirtschaftssimulator-Zeug. Aber jetzt auch schon lange nicht mehr. So, wir sind ja eigentlich jetzt in der Folgenzeit schon wieder durch, aber ich mache die Landwirtschaft noch schnell fertig. Da müssen wir die nächste Folge nicht direkt mit Landwirtschaft beginnen. Dann schließen wir das Thema in der Folge direkt ab. Und dann können wir uns... Boah, das ist echt... Es ärgert mich immer noch, dass ich alles so blöderweise verloren habe, weil ich einfach wieder so unvorsichtig war. Einfach wieder so unvorsichtig war. Dass diese Spazierengeherei und das Gekämpfe dann weit weg von zu Hause, das habe ich da schon an wertvollem Zeug verloren. Das muss ich echt mal abstellen. Naja, vielleicht doch eher lieber wieder schön bauen und nicht so viel Quatsch machen, ne? Aber manchmal kommt da halt der Abenteuertrieb bei mir raus, ne? Kann ich da nicht an mich halten. Diese Pflanzerei, das ist so anstrengend, aber es sollte eben sein, damit das auch wieder alles schön nachwachsen kann, bis wir dann mal wieder was brauchen. Dann sind wir irgendwann dankbar drum, dass wir uns jetzt hier die Arbeit gemacht haben. Klicker die Klacker. Hinten sind wieder Karöttchen gewachsen. Das geht so schnell manchmal und manchmal so ewig, ich weiß gar nicht. Habe ich keine Weizenkörner mehr? Doch, jede Menge. Alter. So viel Weizen. Die Frage ist, soll ich den Weizen jetzt eher... Uch, da bin ich runtergeblieben. Und ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht. Ich glaube nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Es wird Nacht, ne? Wir gehen lieber rein, weil bei den Viechern, die hier so spawnen... Was ist das? Eine Ratte? Okay, die ist in... Ich leg mich schnell hin. Mumu. Ich leg mich schnell hin. Schlaf eine Runde. Dann machen wir das noch zu Ende. Komm, wir können ja auch mal wieder eine 20 Minuten Folge machen. Ist ja gar kein Thema. Spricht ja nichts dagegen. So, wir schlafen wieder eine Runde. Stehen wieder auf. Laufen wieder raus. Machen das Weizenfeld zu Ende. Damit wir in der Folge das Thema Landwirtschaft das erste abgeschlossen haben. Da läuft wieder ein Huhn frei rum, das da nichts verloren hat. Das folgt meinen Weizenkörnern in der Hand, ich höre es. Aber wenn du dich schon so freiwillig opferst, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, Hühnchen? Wolltest du dich nicht gerade opfern? Nein? Schade. Ich muss aber was essen. Hier habe ich nochmal verrottetes Fleisch. Erstmal noch ein Brot hinterher. Ist das ein bisschen bekömmlicher vielleicht. So, dann pflanzen wir noch die restlichen Körnchen an. Ich bin froh, wenn ich da mal das mit den Kartoffeln richtig gebacken kriege, wortwörtlich. So geht das doch viel schneller, guck mal. Ach, schon wieder lande ich hier im Topf. So, ich hab's gleich, meine Kinder. So. Also ganz haben wir es noch nicht. Warum geht das eigentlich, wenn man vorwärts läuft, nicht so schön? Das geht immer nur so schön, wenn man rückwärts läuft. Komisch. Ich weiß es nicht. So, die paar machen wir jetzt noch. So wie sie es gehört, schön einzeln klicken, ne? Und dann haben wir es hoffentlich. Ich mache das ja nicht gerne, diese Landwirtschaft. Diese Ernterei und das. Aber, naja. Ohne Fleiß kein Preis, ne? So, dann machen wir ein bisschen Weizen wieder in die Kuhfütterungstruhe und die Körner hier in die Hühnerfütterungstruhe.
in die Hühnerfütterungstruhe die Körnchen und in die Kuhfütterungstruhe den Weizen. Da haben wir da auch wieder ein bisschen Vorrat. Brot habe ich ja im Gepäck, das sollte erstmal reichen, um zu sehen, guck mal, wie die alle hier meinen Körnern hinterherrennen. Ach komm, machen wir hier gleich nochmal eine Runde. Wie viel sind wir denn? Über 20 Minuten. Ach komm, scheiß drauf. Wir haben jetzt so viel dummes Zeug einfach nur gemacht in der Folge. Dann müssen wir das alles nächstes Mal nicht machen. Machen wir hier echt eine Hardcore-Farming-Folge. Die ganzen Eier, die werfen auch gleich ins Gehege. Huch, ich schlage die Hühner hier aus Versehen. Ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Die Eier kann man reinwerfen, in der Hoffnung, dass Hühnchen schlüpfen. Vielleicht kommen ja welche. Na, war kein Huhn dabei. Warum nicht? Hier vielleicht. Da war, glaube ich, eins oder zwei dabei. Und hier noch. Auch ein, zwei dabei. Sehr schön. Da ist das Huhn, das ich opfern wollte. Genau. So. Juhu, gut, dann. Da ist die Ratte. Oder haut die einfach ab? Die haut einfach ab. Lassen wir die Ratte Ratte sein. Begeben uns an ein schönes Örtchen. Ich würde sagen, die Folge beenden wir an der Stelle. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Huch, was war das? Alter! Was ist das? Alter! Hilfe! Hilfe, rette mich! Was ist das? Alter! Hilfe! Geh weg! Alter! Hallo? Zieht er mich da in die Decke hoch, oder was? Stirb! Alter! Hat er mich da jetzt hochgezogen, oder was? Oh, stirb doch endlich! Boah, das ist echt... wie ein Knochen. War's das? Ich hoffe... Okay. Ist Nacht? Nee, es ist nicht Nacht. Sogar tagsüber wird mir hier belästigt. Ich wollte doch nur die Folge in Ruhe beenden. Meine Güte. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Euer Lieblingshuhn Konrad. Ciao. Wieder wohl genannt. Mein Name, der ist Konrad. Auch als Lieblingshuhn bekannt. Ich bin der Konrad. Der Konrad. Nur der Konrad. Euer aller Lieblingshuhn. Ich war in dieser Welt so völlig hilflos und verplant. Alles war hier so verpixelt und quadratisch elegant. Ich sah mich erstmal um und sah da Schafe allerhand. Mähme hier, mähme da, das trägt mein Wahnsinn an den Rand. Ich bin der Konrad. Mäh. Der Konrad.